Retro-Morgen. Hä? Aufwachen. Oh yeah. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich dreh gleich durch, weil diese Erweiterung mich einfach so dermaßen fertig macht. Das Level heißt Sever the Wicked. Das habt ihr nicht mehr sehen können, weil ich die Aufnahme schon beendet habe, bevor das neue Level gestartet hat. Wow. Also diese Erweiterung macht einen ganz schön Gaga im Kopf. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ich meine, ihr wisst es ja bereits nach der gestrigen Folge, wo ich mich ja so unfassbar toll angestellt habe. Aber ganz ehrlich, oh ja, jetzt bräuchte ich Augenkrebs. Echt, das ist einfach zu hart gewesen. Aber wenigstens bin ich jetzt unsterblich. Das ist voll toll. Das macht... Kam da gerade einfach aus dem... Egal. Aus der Wand ein Feuerball raus. Sah jetzt jedenfalls gerade so aus. Nein, bitte nicht. Egal, ich bleib mit. Wahnsinn. Wah. Komm mir bloß nicht zu nah. Geh weg. Nein, warum schießt du drüber? Ja, schön. Komm, treffen ihn die Explosionen? Ja. Komm, halt die Fresse noch. Nein, Mist, jetzt habe ich den nicht einmal richtig erwischt. Jawohl, immerhin habe ich den erwischt. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch schon wieder? Ja gut, dann gehen wir halt mal runter. Aha! Hallo Herr Spector. Also das schaut doch definitiv nach einer Wand aus, die sich dann noch bewegen wird. Aber egal, wenigstens ist das Level nicht ganz so gestört wie die anderen beiden. Jedenfalls bis jetzt. Wahrscheinlich kommen da noch 3 Cyber Demons auf einmal, weil ist halt so. Ich meine, was ich noch interessant finde, dass der Cyber Demon ist ja eigentlich der stärkste Krieger der Hölle oder wie auch immer, so wird er jedenfalls bezeichnet. Und den habe ich ja in der Episode 2 schon platt gemacht. Und dann taucht er plötzlich in der Erweiterung wieder auf. Du denkst, Meister, das ist dieselbe Doom-Teil, ja? Also das haut nicht so ganz hin, Kollege. Egal. Was soll's. Meines Wissens ist es auch nicht direkt von ID Software gemacht, dieser Teil. Sondern von einer dritten... Wie sagt das? Von dritten, glaube ich, einfach nur. Nein, die Plasma Gun verschwende ich jetzt nicht. Oh, ich habe überhaupt keine Schrotpatronen mehr. Naja, muss ich doch die Plasma Gun verwenden. Es ist schön einfach, ist schon so volles Leben und so zu haben. Das ist einfach mal wieder was Neues. Ah, alle schon sterben. Jawohl, ich habe alle gekriegt. Das ist schön. Ja? Sehr gut. Oh. Haha, perfekt. Okay. Wie gesagt, ich bin jetzt etwas leiser. Ruhiger teilweise. Also wenn ich jetzt einfach mal aufhöre, irgendwas zu sagen, ja, das bedeutet nicht, dass ich keinen Bock mehr habe zu reden oder so, sondern dass ich mich konzentriere, weil ich will einfach nicht die ganze Zeit draufgehen, nur weil ich gerade irgendwas gelabert habe. Oh ne. Shotgun-Boobies können teilweise ganz schön böse sein. Na, von wo? Okay. Ah ja, merkt ihr was? Das ist ja wieder diese tolle Musik. Oh. Ja, boah, schau her. Wow. Ja, so aber nicht. So aber nicht. Okay. Sehr gut. Ich habe echt keinen Bock mehr auf euch.
Okay. Ah, wir sind hier. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt, wo uns der Teleporter hinschickt. Dafür aber, ne, altbekannt und so. Die kann ich ja eigentlich jetzt überspeichern. Wenn wir mal dabei. Ja, das war mir so klar. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Was macht das? Keine Ahnung. Hallo. Was mache ich? Boah, ernsthaft. Geh weg. Den wird man sich teilweise überhaupt nicht. So, hier irgendwo war doch noch. Da ist er ja. Aber haben wir noch irgendwelche Ads? Irgendwelche Holzköpfe, die uns noch zusätzlich nerven können? Was habe ich denn noch? Ich habe doch noch irgendwo. Ah, schade, ich habe keine Munition mehr dafür. Macht nichts, dafür genügend Raketen. Puh, jetzt habe ich Angst gehabt, dass mich die Rakete auch noch erwischt. Oh, Kacke. Nein, das wollte ich nicht. Wo ist er? Scheiße. Yes! Wahahaha! Piep dich! Du! Piep. Ja, das war jetzt total aussagekräftig. Ich versuche mich ja teilweise doch etwas zusammenzureißen. Okay, gut, was. Für was war das hier eigentlich? Das habe ich ja vorhin schon gedrückt. Oder nicht? Und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, für was das gut ist. Egal. Den Sieg. Den speichern wir jetzt einfach nochmal. Gehen wir mal darüber. Geht's da oben noch? Gibt's da irgendwas? Ja, da läuft doch irgendwer. Ha! Da ist auch noch einer. So gut. Aber was da blinkt, das ist. Doch, das sind doch auch Gegner. Warum schießen die nicht hoch? Egal. Interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Was macht das jetzt hier eigentlich? Na, egal. Ah. Wundervoll Leben. Ups. Hey, geh wieder runter. Oh, Shotgun-Muni. Auch gut. So. Ah, tut es gut. Das tut so gut, wenn's mal funktioniert, ne, dann ist es einfach wunderbar. Ich werde jetzt immer wieder speichern. Diese Erweiterung, ne, die macht mich ganz schön gaga. Achso, ich glaube, da drüben bei den Treppen hier, da muss man einfach nur hübsch Anlauf nehmen, dann fliegt man darüber. Und das da hier könnte zu einem Versteck führen. Da ist nämlich eine Kante, da kann man bestimmt drauf rumlatschen. Aber gut, versuchen wir es. Okay, nein, Anzug. Oh, gibt's da noch irgendwas? Ach, schau her, da ist eine rote Tür. Was macht das hier eigentlich? Ach, ist bloß so ein Aufzug, aber schauen wir mal, was ist hinter dieser roten Tür. Da ist ein Teleport, gut, schön, aber wir schauen erstmal nach oben. Ja, natürlich. Das sind ein Haufen Assis schon wieder. Eine blaue Tür. Gut. Alles klar. Dann schätze ich mal, müssen wir erst einmal da rein. Oh. Ah. Ich verstehe. Und die blaue Key. Sky Key. Dings. Card. Einmal frei. Ach, das gefällt mir. Das ist, ich bin noch kein einziges Mal gefleckt. Das ist. Oder? Nein, Quatsch. Nicht nett. So. Okay, da unten hört sich so an, als ob da die wildeste Party abgehen würde. Ja, runter? Nein, nicht runter. Achso, ich habe eh keinen Fallschaden. Eieieiei. So, gibt's hier was da? Das werde ich noch ausversuchen. Genau. Guter Deutsch. Ah, der Kollege hier hat rumgegrunzt. Sehr brav. Schön sterben. Ah, hier ist auch noch so ein Vorsprung.
Aber wie gesagt, jetzt probieren wir erstmal hier. Nein! Oh, tschaki, 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 Lava macht ganz viel Schaden. Nein, das riskiere ich jetzt nicht da drüben. Den Rucksack da zu holen. Vielleicht ist da auch noch ein anderes Goodie drin. Aber... nee, danke. Oh! Schön. Leben. So, das bringt mir jetzt nur... Unsichtbarkeit. Und dass ich auf die andere Seite da komme, das ist es mir nicht unbedingt wert. Gab es eigentlich auf der anderen Seite auch so einen Vorsprung? Ich glaub's nicht. Nein, war auch nicht. Nee, Leute. Sorry, aber... ach, ich kann einfach nicht anders. Ich muss das einfach ausprobieren. Ich mache nur ein bisschen Himmel. Ich hoffe, ihr habt eure Kotztüten bereit, wenn ich so rumrenne. Eigentlich will ich euch ja nicht unbedingt zum Kotzen bringen. Na, ah, jetzt habe ich mich verraten. Jetzt kennt ihr mein dunkles Geheimnis. Ah, die ganze Let's Play Community soll kotzen. Was rede ich da eigentlich? Vergiss es einfach. Ja. Diese Erweiterung macht einen voll Gagagugu in die Kopf. Ganz viel Gagagugu. Gibt's da unten irgendwas Hübsches? Nein. Ach, da ist auch bloß... ach, ein Berserker ist da und... ah, okay, nee, das ist es mir eigentlich absolut nicht wert, aber trotzdem, wenn ich hier, kann ich auf dieser Kante, okay, ich kann nicht auf dieser Kante laufen. Ist gut, ich akzeptiere es. Ah, hey, ich habe hier die blaue Keycard, ich musste ja hierher. Ist ja cool. Ja, Zufälle können auch manchmal Spaß machen. Ein paar Clips, die heben auch gleich mal auf. Shotgun Muni habe ich ja jetzt Maximum. Okay, hier schon das Ende. Exit, exit, exit. Super. Ah, shit, shit. Ja, irgendwo war bestimmt noch irgendwas. irgendwo war bestimmt noch irgendwas. Ah, grandios. Ja, diese eine Wand, da hätte man vielleicht noch runterfahren lassen können, wo ich am Anfang gesagt habe. Aber naja. Gut. Dann, schauen wir mal, was ist das nächste? Unruly Evil. Na, da bin ich mal gespannt. Safe. Na? Oh, kann man die Tür öffnen? Nein. Bin ja mal gespannt, was uns da begegnet. Ah ja, nichts Schlimmes. Das ist schon mal. Ihr Penner! Das gibt's doch nicht. Nichts Schlimmes. Natürlich nicht. Die haben so eine Vorliebe für diese blöden Viecher. Das ist unglaublich. Das ist echt mies, die siehst du halt echt am Anfang gar nicht. Die fallen dir echt nicht auf. Ha! Lern zielen. So. Mal schauen, wie sehr uns diese Folge zum Schwitzen bringt. Eigentlich nur mich, euch ja wohl eher weniger. Vielleicht reißt es euch ja unglaublich mit und fiebert mit. Oder ihr denkt euch einfach nur, Alter, was machst du da? Das kann natürlich, ich gehe mal davon aus. Das kann nämlich sehr gut sein. Okay, da brauche ich so einen Anzug. Brauche ich eine rote Karte und da drüben ist Leben. Okay. Schön. Oh, oh. Was kommt hier? Da komme ich wieder in die Mitte. Oh, irgendwas ist jetzt gerade... irgendwas ist jetzt gerade aufgegangen, genau. Na, fahr hoch, damit ich die Leute wegschießen kann. Ja, danke, Mann. Das ist so unfair. Rote Keycard auf Machi-Tentakeln.
Das ist immer ein gutes Zeichen. Naja. Okay, irgendwas geht jetzt runter. Was kommt? Was kommt noch? Ich habe jetzt bloß die gehört und... Ah! Nein. Sterben. Ich sagte sterben, danke. Gut. Ist das eine Tür? Nein, ist es nicht. Das ist gut. Mag ich. Okay, rote Karte. Wo war die? Da war sie. Okay, das sind ganz viele... Halt die Schnauze. Oh ja, das war... Yes! Okay. Kann ich die Dinger eigentlich runterfahren lassen? Nein. Okay, irgendwas... Achso, nee, passt schon, vergesst es. So, wo komme ich da raus? Okay, gut, genau da, wo ich es gehofft habe. Oh, scheiße. Okay. Ich dachte jetzt schon, da kommen wieder 5 Millionen Viecher. Zum Glück nicht. Hä, wo war der Knopf? Da war der Knopf. Ich bin schon wieder voll verwirrt. Naja, Standard. Gäbe es eine Folge, wo ich nicht verwirrt bin, das wäre ja... Also... Ah. Was, der ist drüber geflogen? Wie hat er das hingekriegt? So, stirb. Dovi, Kaku, Dimon. Dimon. Viele gute Deutsch. Warte mal, ich habe gar nicht geschaut, ob da Leben ist. Da ist natürlich kein Leben. Warum sollte da auch Leben sein? Könnte ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise und Form kollegial sein. Aber nein, sind wir natürlich wieder nicht. Wie immer. Habt ihr was gemerkt? What? Exit. Ja, offensichtlich. Ernsthaft? Das war's schon? Nicht mal 5 Minuten. Okay, ich bin irgendwo reingeflogen. Ja. Gut. Meinetwegen. So. Dann, was ist das nächste Level? They will repent. Oder so. Und Chuck. Das seht ihr nämlich morgen. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ade, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Wie ihr wahrscheinlich bereits bemerkt habt, ist auf diesem Bild nicht nur das Logo des Retro-Morgens vertreten, welches hinter der Couch da hervorlugt, sondern auch zwei weitere. Und zwar einmal das der Mittags-Action, welches sich in der Gedankenblase befindet, und des Indie-Chillout-Abends, auf welchem ich als Silhouette dargestellt sitze. Das sind alles noch Zukunftsprojekte, die demnächst auch noch folgen werden. Somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen.